Die Kinder helfen bei den letzten Schritten der Marmeladenherstellung. Sie beschriften die Gläser. All dies tun sie in der Volkstanzwoche, wo sie neben dem Tanzen auch andere Aktivitäten durchführen. Die Camper singen auch Volkslieder. Das Volkstanzlager wurde erstmals 2019 vom Verein Völkerfreundschaft in Nimes organisiert. Während dieser Woche können die Kinder ein buntes Programm mit traditionellen Aktivitäten genießen. Zwischen dem 15. und dem 19. Juli findet in Nimes eine Volkstanzwoche statt. Die Initiative wurde vom Verein Völkerfreundschaft vor 5 Jahren, also 2019, ins Leben gerufen. Und wir bieten den Kindern die Möglichkeit, die ungarndeutschen Traditionen, Volksbräuche näher kennenzulernen. Während dieser eine Woche können sie die Traditionen und die Volksbräuche kennenlernen. Im Mittelpunkt steht der Volkstanz und die Volksmusik der Ungarndeutschen. Aber außerdem bieten wir den Kindern noch erlebnisvolle Programme an. Der Schwerpunkt der Woche liegt auf den ungarndeutschen Volkstänzen. Anniko Mezei-Kram, die Vorsitzende der deutschen Selbstverwaltung in Nimes, ist für die Auswahl und den Unterricht der Tänze verantwortlich. Sie sagt, sie habe versucht, dieses Jahr etwas Neues zu bieten. Dieses Jahr habe ich versucht, ein paar Tänze zu sammeln oder auszuwählen, die sowohl die ungarndeutsche Gemeinschaft als auch die Ungarn oder auch andere Nationalitäten getanzt haben, hier in unserer Gegend. Und so bin ich auf den Gulyás-Tanz gestoßen, der von mehreren Nationalitäten getanzt wird. Auch Siebenschritt, also Hetlépés, das kommt auch bei mehreren Nationalitäten vor. Und auch Ritka Búza, Ritka Árpa, Ritka Rozs, das ist eigentlich der Text, also zum Lied, vom Lied. Und diese Tänze versuchen wir jetzt, also nur die Grundschritte den Kindern beizubringen. Und eigentlich soll das alles auf spielerische Weise geschehen, weil das keine Choreografie ergeben soll zum Schluss und auch keine Bühnenaufführung werden soll. Das ist eigentlich zum Spaß für die Kinder, damit sie ungarndeutsche und auch ungarische Volkstänze spielerisch erlernen und auch kennenlernen, dass die Ungarndeutschen nicht nur ihre eigene Kultur streng genommen, also nur diesen kleinen Kreis weitergegeben haben, sondern sich auch von anderen Nationalitäten Ideen geholt haben und was ihnen gefallen hat, das haben sie auch in ihre eigenen Tänze mit eingebaut. Und so habe ich auch ein kleines Lied und einen Spruch auch ausgewählt, was zweisprachig ist, Deutsch-Ungarisch, und das lernen wir auch mit den Kindern. Das macht auch viel Spaß, weil sie auch miterleben können, dass man sowohl als auch, also in beiden Sprachen dasselbe machen kann. Neben der Bewahrung von Traditionen spielt auch eine wichtige Rolle, dass die Teilnehmer viel erleben. Die Organisatoren versuchen, jedes Jahr ein anderes Programm für die Kinder vorzubereiten. Dieses Jahr haben wir gestern den Lehrpfad in Mohács besucht. Wir waren auch im Schwimmbad, da diese große Hitze nur dort erträglich ist. Außerdem gibt es kreative Programme. Wir hatten am Montag ein Dorfrallye mit den Kindern und heute steht die Marmelade im Mittelpunkt. Das heißt, wir kochen auch hier Marmelade. Die Kinder können auch die Gläser selber anfertigen, schön dekorieren und es gibt auch einen Stationenlauf dazu. Zum Abschluss der Woche am Freitag sind die Camper und ihre Familien und Freunde auf den Schulhof eingeladen, wo sie das während der Woche Gelernte präsentieren und eine Ausstellung ihrer Arbeit organisieren. Am Freitagabend organisieren wir einen Abschlussabend. Zu diesem Abend sind nicht nur die Kinder herzlich eingeladen, sondern auch ihre Familien und Freunde und auch natürlich alle Interessenten. Hier werden die Tänze präsentiert, natürlich auch die Musik vorgetragen, die die Kinder während dieser Woche gelernt haben. Und
die Projekte werden auch vorgestellt und die Ergebnisse auch. Und die Kinder können auch natürlich alles mitnehmen für zu Hause, das sie während dieser Woche gebastelt haben. Jedes Jahr haben die Kinder eine tolle Zeit im Camp. Die Organisatoren möchten diese Tradition auch in den kommenden Jahren fortsetzen.